Herzlich willkommen bei Eumeli LP im gelobten Land. ja, wir haben im letzten Teil unser gelobtes Land entdeckt und angefangen, das zu bearbeiten. Also ich gehe mal hin auf Spielen hier, ne? Da sind wir schwer am Schuften, da haben wir unser Lagerhaus, da ist unser oberes Feld und so. Und die sind da alle ganz fleißig am Arbeiten. Ja, und ich soll eine Schmiede bauen. Das war eine der Aufgaben. Und was haben wir hier? Finde 5 Schätze. Genau, da war ich doch eigentlich gerade dabei. Oh, die pflanzen schon Sachen an. Wo ist denn die mit dem Schatz jetzt hin? Hat die schon einen? Ah ja, einen hat sie. Wo ist denn Claudia? Claudia, wo bist denn du? Gut, wir müssen mit der Claudia mal noch einen Schatz finden. Da waren doch noch mehr Schätze, erinnere ich mich. Guck mal hier. Da ist ein Schatz. Such den mal. So. Ja, wie gesagt, wir haben schon einiges kennengelernt hier. Wir haben, sind am Nahrung sammeln, am Holz sammeln, bauen Steine ab, haben schon Gold und haben von 8 schon 7 an Bevölkerung. Dann haben wir hier Forschungspunkte noch nicht und Ansehen haben wir auch noch nicht. Aber immerhin, das läuft. Ich will nur dauernd scrollen, das macht mich hier wahnsinnig. Weil ich die Karte, ich meine, die ist für mich perfekt, weil sie so schön groß ist, aber ja. Hat Claudia was zu tun? Ja, die hat zu tun. So, was wollten wir noch machen? Eine Schmiede bauen. Okay, wir sollen eine Schmiede bauen. Dann gucken wir mal. Das könnte vielleicht eine Schmiede sein. Ich guck mal. Jawohl, das ist die Schmiede. Braucht 150. Die haben wir auch gerade. Also bauen wir die mal. Schmiede bauen. Juhu. So, da ist die Schmiede. Oder was? Eisenmine? Das soll die Schmiede werden. Okay. Moment, erstmal gehen wir zu Claudia. Die hat schon wieder nichts zu tun. Ja, komm mal her, du. So, hier hatten wir den Schatz entdeckt. Da kommen wir nicht durch. Ich suche gerade mit ihr die 5 Schätze. Deswegen, ich hatte hier noch was gesehen. Da ist auch ein Schatz, glaube ich. Oder? Ist hier auch ein Schatz? Da. So, die hat zu tun. 18 Nahrung, 43... Wir könnten mal bei den Leuten gucken, die gerade Steine ab ernten. Ja, den bringen wir noch weg, den Steinkrams, und dann kriegst du eine neue Arbeit. Ich muss mal was ausprobieren, Leute. Ey, das ist... Naja, halt, stopp. Komm, 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 komm her, du. Ja, hab ihn. So, du gehst jetzt bitte mal hier die Schmiede bauen. So, ich will mal, ha, Tutorial. Ah, STEP. Ja, ja. Gut. Kann man auch bei der Schmiede... Nee, kann man nicht irgendwie die Leute da einsetzen, ne? Und sagen, hier, du, geh mal auch Schmiede machen. Nee. Der baut auch Steine ab. Komm mal her. Hallo. Hopp. Du kannst mal hier mithelfen. So. Jetzt sind die schon mal am Hämmern. Das läuft ohne Zeit. Ab und zu hat man wohl Sachen, wo es auch auf die Zeit ankommt. Da ist es dann natürlich hilfreich, wenn mehr Leute was machen. Ah, sieht hübsch aus da hinten, das Rote. Ich finde auch die Grafik hier irgendwie ganz toll gemacht und die Geräusche. Ah, was macht denn unsere Claudia mit den Schätzen? Jo, komm her, ich habe noch einen gefunden. Jo, erstmal hier wieder gucken, den hat sie. Hier ist noch einer. Zack. Da, Schatz. Blöd ist, dass die sich nicht melden, wenn sie fertig sind. Da ist noch ein Schatz und dann hätten wir nämlich 5. Gut, okay. Mal gucken, hat irgendwer Hunger? Das müsste man doch auch mal sehen können, ob da gerade einer am Verhungern ist oder so. Was hat das Feld? Aha, die Antonia hat Hunger. Antonia, gehst du freiwillig essen oder muss ich dich hinbringen? Nee. Ha, die machen es doch von selbst. Das ist gut. Weil ich hatte schon Angst, ich muss jetzt jedes Mal gucken, was die da so machen. Was ist das überhaupt für ein Gemüse? Oberes Obstfeld. Mhm. Der hat auch Hunger. Okay. Oh, und die Schmiede ist gemacht. Ausgezeichnet. Diese Schmiede ist bereit, Eisenwaren herzustellen. Das erste, das wir produzieren müssen, sind Nägel. Ohne sie können wir unser Schiff nicht reparieren. Stimmt, wir wollen wohl mal unser Schiff reparieren. Warum auch immer. Ich finde es hier ganz schön. Ich will hier nicht weg.
Gut, dann sollten wir den reparieren. Moment, Moment. Geht reparieren? Wie geht denn das? Das wäre wohl ausbauen. Wir können im Moment... Halt, wo ist jetzt der Typ hin? Hey, du! Eben warst du noch hier. Oder? Baut Stein ab. Die hat gerade nichts. Moment. Madame. Komm mit. Du suchst noch einen Schatz. Und zwar diesen da. Hopp. Zur Schatzmeisterin. Sie hat Hunger. Sie verhungert gleich. Ungelernt. Was ist? Der ist auch am Essen. Okay. Bewässert das Feld. Fällt Holz. Baut Steine ab. Und bewässert das Feld. Und Claudia hat einen Schatz. Oh, gute Nachrichten. Der Schatz, den wir gefunden haben, enthielt nicht nur Silber und Gold, sondern auch einen Kompass. Jetzt können wir unser Schiff... Jetzt können wir unser Schiff zu reparieren und damit beginnen, mit der Hauptstadt Handel zu treiben. Ich glaube, wir können das Schiff reparieren und Handel treiben beginnen. Okay, gut. Klingt sehr interessant. So. Damit unsere Kolonie wachsen kann, müssen wir mit der Hauptstadt Handel treiben. Doch bevor wir mit dem Handel anfangen können, müssen wir unser Schiff reparieren. Die See ruft an die Arbeit. Okay, ja, können wir machen. Wer ist denn das da? Gibt es hier irgendwen, der jetzt gerade mal nichts zu tun hat? Ja, der da. Komm mal mit. Die Töne finde ich irgendwie witzig. So, kannst du hier mal irgendwas reparieren? Auch Nägel. Machst du jetzt Nägel? Aha. Okay, er macht irgendwas. Ist ja schon mal gut. So, der macht was? Der hat gerade nichts zu tun. Komm her, du darfst Schiff reparieren. Ja. Reparatur nötig. Dann mach du mal schön. Hat ja auch gerade gut gegessen, der Gute. Haben wir noch einen, der gerade nichts zu tun hat? Ja, aber abgewässert. Das Feld tut nichts. Claudia, komm her. Hier. Du könntest beim Reparieren helfen, finde ich. Jo. Also die immer so zu schnappen, finde ich witzig. So. Das geht dann ein bisschen schneller. Die anderen sind alle brav am Einsammeln. Oh, wir brauchen Nahrungsmittel. Halt mal. Wir brauchen Nahrung, sonst habt ihr nachher nichts mehr zum Essen. Dem geht's ganz gut, dem geht's nicht so gut. Rainer. Ist ja schön. Dann kannst du mal Nahrung pflücken oder das ist nur bewässern? Du kannst mal wieder Nahrung sammeln gehen. Hopp. Geh mal Nahrung sammeln. Irgendwie brauchen wir da mehr. Kann man das nicht ernten oder erntet sich das selbst? Erntet. Ah, sie erntet gerade. Okay. Okay. Ah ja. Und du sammelst da. Gut. Antonia ist beschäftigt. Er baut Steine ab. Oh, warte mal. Hat der Hunger? Ah ja, gut. Der geht schon essen, bevor er verhungert. Erntet das obere Feld. Und die repariert Schiff. Produziert Nägel. Genau, richtig. Wo ist denn der jetzt fast vor Hunger umgestürzt ist? Da, komm mal her, Jakob. Du bringst das da noch weg und dann tun wir dich aber mal an den Tisch setzen. Jakob, auf, bring das ins Haus da. Naja, bin ich aber gespannt, wenn es da mit dem Schiffchen losgeht zum Handel treiben. Geh mal essen hier. Hallo, da. Ah, das Schiff ist repariert. Unser Schiff ist bereit loszusegeln. Fülle den Frachtraum und setze Kurs auf die Hauptstadt. Aha, dazu gibt es 100 Belohnungen. So, mit was müssen wir das jetzt füllen? Das ist eine gute Frage da. Komm mal her, kannst du irgendwas machen, Schiff? Hallo, ich bin Sebastian De Faro, dein Handelsassistent. Unser Schiff ist seetüchtig, also können wir den Handel mit der alten Welt beginnen. Um den Handel auszubauen, sollten wir einige unserer Waren in die Hauptstadt verkaufen. Das wird unser Ansehen dort steigern. Ach so. Okay. Verkaufe der alten Welt einige
Güter. Und wie? Ja, das wäre jetzt echt mal cool zu wissen. Was machen wir da? Ah, da gibt es ein Schiff-Dings und da gibt es Kenntnisse. Aha. Marmelade, all deine Silber- und Goldprodukte in den Frachtraum unseres Schiffes. Das sind die Waren, die du zum Verkauf anbieten kannst. Silber und Gold. Aha, okay. Dieser Bildschirm erlaubt dir den Handel mit der Hauptstadt. Handeln bedeutet, verschiedene Waren einzukaufen bzw. sie zu verkaufen. Okay. So, wie mache ich das? Ja, darüber. Ah. Okay. Und davon? Jetzt haben wir aber gar kein Silber mehr. Und Gold können wir nicht machen, oder wie? Oder doch, da auch. Ah. So. Einige. Warte mal, kann man von Silber das auch wieder wegtun? Eins weg. So, machen wir das erstmal. Zwei davon und dann noch eins davon. So. Es gibt plus 210 irgendwas, keine Ahnung, und dann Schiff senden. Okay. Lade alle deine Silber- und Goldprodukte in den Frachtraum. Alle. Na ja, gut, wenn da steht alle, machen wir mal alle. Wenn es da steht, machen wir das so. Zack. Und jetzt bezahlen deine... Jetzt bezahle einen Einwohner der Hauptstadt, um in die Kolonie zu ziehen. Hä? Okay, mal gucken. Die ist ungelernt. Kostet nur 100. Der ist... Ah, Meister in allem. Oh, guckt euch das an, ey, was der verlangt. Was haben wir hier? Wissenschaftliche Geräte. Ah, Schiffsausrüstung. Verbesserte Webstuhl. Heilige Schande. Na, da gibt es ja einiges zu tun, glaube ich mal. Schmiedewerkzeug, große Uhr. Okay, wir nehmen natürlich die da. Die wird bezahlt, okay. Der Frachtraum ist voll. Klicke hier, um das Schiff zur Hauptstadt zu senden. Okay, klicke. Die Reise in die Hauptstadt ist lang und es wird eine Weile dauern, bevor das Schiff zurückkehrt. Dieser Timer zeigt dir an, wie lange es dauern wird, bis es zurück ist. Das Schiff ist auf dem Weg in die Hauptstadt. Okay. Mhm. Na, das dauert. Okay, schließen wir das mal. Aha, Frederik hat gerade nichts zu tun. Was könntest denn du mal tun? Verkaufe der alten Weltgüter. Ja, das haben wir gemacht. Dann... was könntest denn du noch machen? Du könntest mal... hier noch ein bisschen Nahrung sammeln. Ich glaube, das schadet nicht. So. Holz haben wir 14. 46 Steine. Macht noch jemand Holz? Mal gucken. Auf der Suche nach Unterhaltung. Wie auf der Suche nach Unterhaltung? Was für eine Unterhaltung brauchst du denn? Was machst denn du gerade? Oh, was kann ich für dich tun? Er weint. Hallo du. Tut mir leid, was kann ich mit dir machen? Ich habe nichts zur Unterhaltung. Tja. Kann man dich irgendwie wieder hier... an den Brombeerstrauch packen? Oder machst du jetzt gerade nichts? Würdest du im Wald was tun? Nein, auch nicht. Na super, vielleicht kriegen wir dazu ja noch was gesagt, wie das mit der Unterhaltung ist. Die fällt Holz, bewässert das Feld. Baut Steine ab. Ui, der hat schon richtig gut was. Die haben aber alle ihren, ja, mehr oder weniger ihren Spaß. Die tut gerade nichts. Hallo, dann kommst du mal her und darfst ein bisschen Holz hacken. Und, da ist das Schiff wieder da. Hey. Und jetzt? Claudia bereitet sich vor, um Arbeiter zu werden. Hä? Wie? Feldholz. Wieso steht die jetzt da? Hä? Wer bist denn du? Barbara, ach, das ist die Dame, die wir gerade geholt haben.
Ja, komm, dann darfst du mal hier ein paar Beeren pflücken. Wir brauchen nämlich dringend hier ein bisschen Zeug. Mama, du, mit dir weiß ich jetzt gerade gar nichts anzufangen, Gutster. Kannst du nicht irgendwie was tun? Da, guck mal. Er macht nichts. Warum machst du nichts? Kann mir mal einer helfen, warum der jetzt hier nichts machen will? Okay, gut, dann setze ich dich an den Tisch. Vielleicht kriegst du da auch ein bisschen Spaß, keine Ahnung, bevor du mir noch verhungerst. Vielleicht füllt das ja auch ein bisschen das andere auf. Er ist ja voll unspaßig, der Kerl. Vor wie ein Sim. So, was können wir denn sonst machen? Hier, Kenntnis, was gibt's denn da so? Artefakte, ah. Dieser Bildschirm zeigt alle gesammelten Objekte und deinen Fortschritt im Spiel. Ah, guck. Hey. Cool, da gibt's schon Trophäen. Wir haben Lagerhaus, Bronze haben wir. Und den Kundschafter Bronze haben wir. Dann haben wir eine Spitzhacke und einen Kompass gefunden. Die Sachen suchen wir noch. Die magische Axt, das antike Schriftending. Was? Flufferfutter. Oh, ein Amulett der Geister. Und das Sonnensiegel. Interessant. Was es da noch alles gibt. Und was machen wir hier mit dem Schiff? Da kann man wieder Handel treiben. Okay. Gut. Ja, aber es ist blöd, dass ich hierzu nichts gesagt krieg. Wenn, das wäre mir echt mal lieb, wenn mir mal einer sagt, was ich mit diesem Rainer machen kann. Dass der mal Unterhaltung kriegt. Ich meine, die Barbara ist voll gut unterhalten. Die Karen geht auch, der geht sowieso, der baut da Steine ab und ja, aber hier, Patrick ist auch voll fies drauf und Frederik ist auch voll fies drauf. Auf der Suche nach Unterhaltung. Ja, aber wie kann ich euch denn unterhalten? Das weiß ich irgendwie noch nicht. Was kann ich euch da Gutes tun? Wir haben ein Haus. Kleines Haus. Kann man die ins Haus packen irgendwie? Keine Ahnung. Nö. Kannst du dich mit dem anderen da unterhalten? Wäre das vielleicht mal was hier? Ah! Ha! Wenn das jetzt was bringt, wäre es gut. Die unterhalten sich scheinbar. Ja, es funktioniert. Na, dann sagt das doch. Ich komme dahinter, ich sag's euch. Ich lerne das. Hier hat einer Hunger. Hallo du, komm mal her, komm her, komm her. Du kannst mal... Oh, schöne Musik. Dann ess mal was. Ah, oh, guck mal da. Jetzt geht's denen wieder gut. Ui, Claudia. Claudia, du bist auch... Halt, stopp, bist du das? Halt, bleib doch mal da. Claudia, hallo. Schnapp. Hey, kann ich dich mal schnappen? Neil, bleib doch mal stehen. Mhm. Oh, dieses Schnappen ist nicht so einfach. Halt, bleib mal da, du. Hallo. Unterhaltet euch mal. Ich weiß zwar nicht, ob der auch gerade Unterhaltung braucht, aber... Ja, ey, das sieht doch schon wieder viel besser aus. So, was machen wir? Seht im oberen Feld aus. Feld Holz. Und der hält sich. Ja, der ist aber gerade voll gut unterhalten. Ja, Claudia hat sich auch genug unterhalten. Gut, sehr schön. Dann darfst du jetzt was essen gehen. Danke. Ja, komm. So, was macht er jetzt? Müssen wir mal gucken da. Baut Steine ab, genau. Ah, der produziert Nägel und hat auch Hunger. Ah, gut. Dann lassen wir die Nägel noch rein. Ja, sie hat gut gegessen. Stopp. Ja, du darfst was essen gehen. Also langsam komme ich dahinter, wie das hier funktioniert. So, da ist einer am Lebensmittel sammeln, aber sehr erfolgreich bist du gerade nicht, ne? Noch einer sammelt Lebensmittel, ist auch nicht so erfolgreich. Barbara sammelt Lebensmittel. Was? Wenn ihr alle Lebensmittel sammelt, wieso haben wir dann gerade nichts? Ich glaube, wir brauchen einen, der bewässert. Nee, da haben wir jemanden, der bewässert.
fällt Holz, baut Steine, fällt Holz, produziert Nägel, sammelt Lebensmittel. Irgendwie sammelt ihr alle an der falschen Stelle, kann das sein? Wo bist denn du? Da, okay. Da ist noch einer mit Lebensmitteln. Da, okay. Ah, die gehen auch von selber dahin, wo sie sammeln wollen, oder wie? Und du sammelst wo? Da, genau. Mhm. Vielleicht brauchen wir noch jemanden, der bewässert. Das funktioniert. Ja, also, gerade ganz gut. So, wir sind immer noch mit dem Verkaufen der alten Weltgüter da beschäftigt. Ja, aber gut, wir haben wieder was gelernt. Also, man muss auch darauf achten, dass die sich ab und zu unterhalten. Kann man jetzt hier irgendwie was machen? Hallo, ihr zwei. Ah, da geht's nicht weiter. Es sind immer die gleichen Bäume, wo sie sich abrackern. Wo geht's denn da hin? Ich würde sogar mal da hochgehen. Tü-tü-tü. Da ist noch nichts. Wer weiß, was da noch hinkommt. So, was können wir noch gebrauchen? Im Moment haben wir sonst nichts zu tun. Eisenmine, da ist keiner. Können wir den... Das ist immer ein bisschen dumm. So, warte mal, wir haben eine, die fällt Holz, baut Steine ab. Wo bist du denn? Ach, da kommt er gerade, okay. Kannst du auch in der alten... Moment, wir brauchen auch bestimmt einen, der in die Eisenmine geht. Produziert Nägel, sammelt Lebensmittel. Ja, du auch. Und sie auch. Bereitet sich vor, wie eine Farmer zu werden. Das machen die alle beide drei. So, dann gehen wir mal den Rainer schnappen. Komm mal her, du. Oh. Rainer, du kriegst eine neue Aufgabe. Du darfst hier mal Eisenmine machen. Zack. Wir brauchen ja bestimmt auch mehr von dem Zeugs, damit hier Nägel produziert werden können. So, jetzt hat der auch was zu tun. Ui, wir haben 8 von 8 Leutchen hier Bevölkerung. Cool. Aber wie geht's jetzt weiter? Forschungsmodus, was ist das eigentlich? Cool. Noch gar kein Anziehen. Okay, im Moment ist es irgendwie ein bisschen ruhig hier. Machen alle selber, was sie machen sollen? Gut. Der sammelt. Lecker, lecker. Hätte ich auch gerne. Obstbaum. Hihi, Obst. Obst ist gut. Der ist auch glücklich und zufrieden. Müssen sie eigentlich auch mal schlafen, die Leute? Mhm, auch okay, baut Steine, fällt Holz. Oh, die, um die müssen wir uns mal kümmern. Antonia, halt, knapp. Erstmal was essen, zack. Und dann gucken wir mal, wenn noch einer da ist, der Unterhaltung braucht, können wir euch zusammenpacken. Karen hat auch Hunger. Nein! Mhm, zack. Barbara ungelernt, braucht auch was zu essen. Ah, sie ist schon auf dem Weg, okay. Aber mit wem kann ich dich denn jetzt mal zusammenpacken? So, unterhaltungsmäßig. Juhu! Irgendwas ist juhu. Antonia, komm mal her. Ja, klopf. Noch macht sie ja was. Ist schon mal schön. Lassen wir dir das noch hochbringen und dann gucken wir mal, mit wem sie mal quatschen kann. Wie das hier alles so läuft. Cool. So, Antonia, mein Lieber. Bleib du mal da stehen, du. Halt. Mhm. Zack, unterhaltet euch mal. Aha. Ja, was ist... Ich weiß nicht, was das heißt, dieses Tutorial-Step irgendwas. Ja, aber mich wundert, dass hier keine Ansage mehr kommt gerade. Vielleicht habe ich das Tutorial gestoppt. Das kann aber eigentlich nicht sein, oder? Ich hoffe es nicht.
Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. So, jetzt geht's wieder weiter. Sehr schön. Aha. Ja, aber im Moment passiert hier gerade nichts. Also die sind alle brav was am Machen. Friedrich wird dann mal essen. Oder isst gerade. Ne? Ja, er ist am Essen. Mhm. Du hast doch gerade gegessen. Wieso zeigt er dir dann hier noch Hunger an? Halt mal. Hey. Ist das Friedrich oder ist das jetzt Rainer? Oder wer ist das? Okay. Gut. Und Jakob hat auch Hunger. Jakob, komm mal her. Jakob. Ham. Hunger. Okay, also irgendwie ist es schön und gut, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau, warum es nicht weitergeht im Tutorial. Ob ich hier irgendwie aus Versehen was geklickt habe, weil da diese komische Nachricht kam. Es ist merkwürdig, dass hier nichts mehr kommt. Optionen, da haben wir alles. Was ist eigentlich Credits? Nee, kann man nicht machen. Ja, okay. Weiter. Ihr Lieben, ich habe gerade keinen Plan, aber ich mache auch sowieso jetzt mal wieder Schluss. Und wir schauen in der nächsten Folge, wie das hier weitergeht. Ich hoffe, ich kriege raus, was es hier mit dem Tutorialabbruch auf sich hat. Warum keine Nachrichten mehr kommen. Warum hier das mit dem Schiff steht. Ich sehe auch diese Uhr momentan nicht. Also, das, ja, haben wir gemacht eigentlich. Warum es nicht weitergeht, weiß ich nicht. Hier ist es eine Fortschritte. Ja gut, okay, das gucken wir uns, wie gesagt, alles nächstes Mal dann an. Und ja. Ich mache dann mal Feierabend für heute. Bis dann demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.